All dies hatte ja doch noch einen, zumindest für mich, einen Lernerfolg. Deren Seiteneffekt, ich wusste nämlich nicht, dass hier Erdbebenbereich ist. Aber das hat mir da jemand gesagt gerade, der sagte, er hätte schon diverse Erdbeben hier erlebt, in Wien. Mhm. Wären nicht so dramatisch. Ist aber schon eine interessante Sache, wenn man sowas mal erlebt und mitten in der Nacht aus dem Bett geschmissen wird, wegen Erdbeben. Das habe ich mal miterlebt. Es gibt eben bestimmte Rationalitäten, die man nicht unbedingt weiß. Und da muss man sich eben darum kümmern, ist das jetzt ein Erdbeben oder ist das ein Probeerdbeben? Und einfach ganz klare Begriffe haben. Rechtspopulismus, das war der Ausgangspunkt dieser Essay-Diskussion, wo ich ja am Anfang gesagt habe, klare Begriffe und ausdrucksstarke Begriffe. Eine der Schwierigkeiten, die ich mit diesem Begriff habe, Rechtspopulismus, ist unter anderem, also zum einen die Frage für mich, die tatsächlich steht, ist das schlicht und einfach Faschismus oder Rechtsextremismus oder massive Ausgrenzungspolitik? Oder aber ist das einfach auch eine, kann ich ja jetzt mal ganz provokativ sagen, eine dem Volk aufs Maul geschaut, in dem Sinne, ich bin demokratisch. Wenn das Volk das so will, was auch immer das heißt, also populist, dass ich praktisch darauf reagiere. Also insofern, das war mein Problem mit diesem Essay, zu sagen, man muss eben da klar sagen, auf welcher Ebene Äpfel, Birnen, Obst, vegetarische Kost oder Fleischkost, auf welcher Ebene argumentiert man. Und dann muss man, das finde ich eine ungeheuer schwierige Sache bei politischer Wissenschaft, aber auch bei anderen, sagen, okay, das hat bis dahin seine Gültigkeit. Und dann muss ich überlegen, was mache ich mit dem Ergebnis. Das heißt, ich muss erstmal die Grundsätze bestimmen und sagen, Gleichheit, Gleichbehandlung, und das heißt, der Mensch hat hier gearbeitet, also hat er hier Ansprüche erworben und die gelten. Jetzt ist das natürlich ein Problem, und dass das ein Problem ist, sage ich, oder wird nachher nochmal deutlicher. Wenn ich sage, du hast jetzt hier dein Leben lang geschuftet, ist ja okay, und hast hier deine Ansprüche erworben und kriegst jetzt 1000 Einheiten. Wir Ökonomen rechnen gerne mit Abstrakter. Kriegst 1000 Einheiten. Wenn du in deinem anderen Land wärst, dann würdest du 100 kriegen. Jetzt hast du 900 zu viel. Und dass das ein Problem ist, erste Stufe wird klar, wenn ich in der anderen Einheit gearbeitet habe und hätte oder habe jetzt 100 Einheiten erworben, ziehe aber dann zurück in mein schönes Wien und sage, eigentlich müsste ich jetzt 1000 haben. Und von den 100, da kann ich nicht mal die Straßenbahn zum Sozialamt fahren, bezahlen. So, also da muss ich dann zumindest überlegen, welchen Gleichheitsmaßstab nehme ich an, rechne ich das um, oder lasse ich es einfach dabei und sage, good luck, hast gut gewählt. Hast du vielleicht gar nicht gewählt in dem Sinne, Eltern wählt man auch nicht. Ist angeblich das Schlimmste, was man macht, dass man nicht die Eltern wählt, sondern da irgendwas dem Zufall überlässt.
und manchmal ganz böse reinfällt. Die Frage muss ich dann stellen, aber auch in der Hierarchie. Muss also sagen, auf welcher Ebene argumentiere ich jetzt. Und dann die Begriffe klar verwenden, im Sinne von, ich würde sofort von dem, was ich gehört habe, würde ich sofort sagen, Populismus, aber genau in diesem Sinne, wie du es gesagt hast. Ich kann aber und muss auch sagen, das ist Demokratie. Ohren da, wo der Demos ist und gucken, was ist denn die Forderung? Und wir sind eine Demokratie und ich bin nur Repräsentant. Mehr will ich nicht sein. Und ich repräsentiere die, die sagen, nee, ist nicht. Also die Diskussion haben wir ja nicht nur auch in Deutschland, das war ja Brexit der Hintergrund. Das war ja genau die Sache. Aber das war auch, glaube ich, ein bisschen die Sache, in genau dem Sinne, dass die alles durcheinander geschmissen haben und im Grunde nicht klar gesagt haben, worum es denn wirklich ging. Und das ist, noch ganz kurz diesen Aspekt, das ist auch diese Frage dann, warum ich sagte, ja oder nein. Nicht ein bisschen, nicht für die Arbeit machen, die wir ja nicht mehr wollen, sondern als Irrestatus. Und dann habe ich natürlich auch das Problem, nee, dann habe ich die Antwort und sage, dann verkürzen wir die Arbeit, wenn es dann zu viele Leute gibt, die arbeiten wollen. Verkürzen wir die Arbeitszeit, dann kriegen wir alle wieder in den Fall. Ich habe kurz diesen Vorschlag gemacht, weil es wurde ja so ein ähnlicher Vorschlag von Britannien gemacht, damit sie nicht aus der EU austreten. Hat natürlich nicht geklappt, wie wir jetzt wissen, aber der Kurz hat das als Anlass genommen und hat gemeint, wenn das für Großbritannien geht, dann geht das auch für uns. Und das war eben so der Anstoß, warum er das vorgeschlagen hat. Ja, aber das finde ich an solchen Diskussionen gerade auch interessant, dass man sehr leicht in irgendwelche Fallen reinkommt, wegen der unscharfen Begriffsverwendung oder weil man verschiedene Ebenen vermischt, der Argumente. Und das ist eben mit, das hängt auch damit zusammen, dass die EU, und deswegen sagte ich, wir sprechen jetzt über diese Essay-Fragen, wo es dann eben genau darum geht, das klar zu definieren, um dann sagen zu können, auf der Ebene muss ich dann weiterdenken. Ich muss nicht, meines Erachtens, wenn ich diese Frage diskutiere, muss ich nicht primär, das muss man irgendwann machen, die technischen Dinge diskutieren. Also wie viel kriegt er denn und wie viel soll er exportieren oder nicht exportieren und wie viel wird wie umgeteilt. Was machen wir mit den Drittstaaten, Entsenderichtlinie und. Da gibt es ja Sachen. Also da gibt es die Entsenderichtlinie, die das genau regelt, wenn sie dann angewandt wird, wo die Frage ist, wo wird sie angewandt, dass man eben nicht so ohne weiteres in ein anderes Land geschickt werden kann. Das ist ja Entsendung von Arbeitnehmern, Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen und wo dann gesagt wird, okay, das ist geregelt. Da haben wir ganz klare Regelungen, die im Einzelfall regeln, wenn jemand für die Firma unter welchen Bedingungen entsendet wird, dann gilt dieses und jenes Recht. Die Frage für mich in diesem Fall ist, wie versteht sich die EU, wie versteht sie diese EU-Bürgerschaft, Citizenship, Bürgerschaft, wie versteht sie das und was leitet sie daraus ab? Das sind ganz
grundständige Fragen, die in einem Gebilde wie der EU letztendlich nicht zu klären sind, weil die EU gibt es nicht. Deswegen sagte ich, wir kommen dann auf die inhaltlichen Fragen später nochmal zurück. Die EU ist, wie gesagt, kein Staat, will sie auch gar nicht sein, maßt sich aber an, ein Staat zu sein, will solidarisch sein und sagt, euch treten wir erstmal ganz plötzlich auf die Füße und haben es gestern verabschiedet oder nicht, das neue Strangulierungspaket, das neue Mittel, den griechischen Staat auf den europäischen Solidaritätskurs zu führen. Es sind alles nur Begriffe. War mal mit jemandem von der Kommission auf dem Podium und dann sagt das möchte ich auch gerne mal sagen, so klar, wie wir das formuliert haben, das ging um das Programmkritik, aber wir dürfen das leider nicht sagen. Und dann hat mich nachher jemand angesprochen, das war allerdings dann das Problem. Wir wussten dann nicht, dass solche kritischen Leute bei der Kommission sind. Ich sage, ich bin ja nicht bei der Kommission, deswegen durfte ich das ja sagen. Weil sie hatte gesagt, ich darf es nicht sagen, ich stimme absolut mit Ihnen überein, aber wir dürfen es nicht sagen. Eine Zensur findet nicht statt. Das sind aber genau die Sachen, wir haben Kompetenzen. Und die genau festzulegen, worum geht es jetzt genau bei dem Begriff, wird das befasst als eine Rechtsfrage, formal. Und dann muss ich mich einfach durcharbeiten. Ich kenne das mit dem Paradies, da musste man sich durch die Mauer durchessen und das war alles wunderschön. Aber das muss man umgekehrt auch machen, wenn man in diese Hölle der EU-Gesetzgebung und sonst was reingeht. Bloß da gibt es keinen Pudding und keinen Wein, der einem aus dem Brunnen fließt, sondern da gibt es wirklich Kleinarbeit. Und dann gibt es natürlich das große politische Argument, welche Rolle spielt Solidarität? Ich habe das mit EU-Rechtlern durchgesprochen. Ich sage, da ging es um bestimmte Richtlinien. Ich sage, das ist absolut klar. Wir haben im EU-Vertrag im Abschnitt 1 die Grundwerte festgelegt. Wie, ich weiß nicht, so aus dem Kopf nicht, wie sie formuliert sind, Solidarität und. Ich sage, danach ist das schon eindeutig festgelegt, was im Bereich der Dienstleistungserbringung festzulegen ist. Doch, tut mir leid. Im Prinzip hast du recht, aber diese Sachen interessieren uns nicht mehr, wenn wir dann im Einzelnen die Rechtsbestimmungen diskutieren. Dann interessiert uns der Teil 2 des Vertragswerkes, der genau dann festlegt Wettbewerbsfähigkeit. Keine Subventionen, sondern öffentliche Ausschreibung. Und das wird dann immer weiter klein gearbeitet. Jetzt war noch eine Sache konkret zum Essay, zu einem anderen Essay, das war die Quellen. Wie gesagt, diese Art von Essay hat nicht diesen narrativen Charakter, sondern ist wirklich knapp. Wenn Sie hier hinweisen wollt auf irgendein Beispiel, da hat es doch jemand gesagt. Und wenn das wirklich relevant ist, dann gibt es natürlich teilweise das Problem eben, das ist mal gesagt worden in einem Interview. Und deswegen habe ich das eben nicht gesagt, aber das ist auch relevant. Welche Relevanz, welche Autorität haben die Leute? Dürfen die für die Kommission etwas sagen? Ich durfte es nicht. Sie hätte gerne, aber sie durfte es auch nicht.
ich habe es gesagt und sie hat mir dann gesagt, ich war ja noch schlimmer. Wahrscheinlich hier irgendwo, das war die erste nationale Armutskonferenz hier in Österreich. Sie sagt öffentlich, nämlich, ich darf das nicht so klar sagen, leider, aber stimme mit den Punkten überein. Also, man muss eine gewisse Schizophrenie haben, wenn man so einen Job teilweise nimmt. Sie hat im Grunde gesagt, ja, aber ich darf es nicht sagen. Okay, aber wenn man sowas nimmt, ist immer die Frage, welchen Stellenwert hat sowas? Eine Aussage im Arte-Interview ist wahrscheinlich, oder in einer Arte-Fernsehsendung, ist wahrscheinlich nicht wirklich, oder hat eine andere Relevanz als eine Aussage in einem Rechtsdokument. Ich habe mich da immer drüber aufgeregt, aber ich vermute, dass genau das der Grund war, wenn Leute mit ihrer Präsentation nicht anfangen, weil die PowerPoint-Geschichte nicht läuft, die Slideshows, und viele Leute dürfen im Grunde nicht sagen, was sie wollen. Die haben ihr Corporate Identity-Ding, die Slides sehen alle gleich aus, und das wird vorher geprüft, was das sagt. Und dann gibt es natürlich hochqualifizierte, ganz tolle Leute da, die dürfen was sagen. Das gehört auch dazu, herauszufinden bei irgendwelchen Analysen, welche Relevanz hat es. Ich hatte ja bei den Methodengeschichten darauf hingewiesen, das sind Profis. Und das sind Personen. Und manche Leute, da fragt man sich dann wirklich, wieso bist du in der Kommission oder in dieser Position gelandet? Du passt irgendwie nicht in das Profil rein. Ja, also da muss man einfach klar sein, wenn das wirklich eine Aussage ist, die man für relevant dann erachtet in dem Kontext, gilt ein ganz einfaches Prinzip. Wenn das gesagt worden ist, klar sagen, was ist gesagt worden, klar die Quelle angeben, bitte mit ein bisschen mehr Information. Also ich sage jetzt einfach, was weil ich es hier liegen habe, das ist von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, nicht sagen, Patz vom 3. Mai, auch nicht Patz vom 3. Mai, Seite 21, sondern sagen, möglichst gucken, hat das Ding einen Autor, gegebenenfalls Titel, und dann auf der Kommentarseite oder was auch immer, im Grunde wie ein Artikel zitieren. Sagen, was genau, welche Aussage genau nennt man, und das Datum bei Internet oder bei Zeitungen. Das heißt, in diesem Falle ging es eben darum, das liegt eine Woche auf dem Internet und ist dann Internet und ist dann weg. Wenn man sich darauf beruft, das ist natürlich unschön, aber ich bin dann, wenn ich es nicht glaube, kann ich fragen und dann kriege ich die Information, da war es. Und dann sage ich, da ist es aber nicht. Und da war es aber am 3.5. um 19.27 Uhr. Dann muss ich sehen, wie ich die Informationen kriege. Das lagert ja erstmal ewig da auf dem Netz und ist nicht, das ist nachvollziehbar. Wenn da in deinem Buch drin steht, der wirklich echt ausgeworden und links sind. Ich habe 2001er Links zum Beispiel und jetzt sehen wir, aber die bleiben ja eh ewig. Also die sind viel intensiver, schon wieder kritisch. Aber es gibt bei der Literatur, wenn ich den Link unten angehe, bei Wikipedia, auch wenn es verschrien ist, es gibt permanent Links, ja. Und dann drückt man da drauf und hat die Seite von vor 10 Jahren. Also diese Literaturangaben mit Links sind relevanter als irgendwelche Buchbücher. Das ist von vor. Wer hat denn jemals eine Seite gearbeitet, die das dann. Ich weiß, hab jetzt, glaube ich, was falsch verstanden. Ich sage, die Links angeben,
mit dem Datum, bei Arte, bei bestimmten Seiten, auch bei der Europäischen Kommission, werden die Links oftmals gelöscht oder die wandern. Weil die ganze Website-Struktur wird umgestellt. Ich habe das laufend gehabt, ich suchte immer nach bestimmten Dokumenten, die sind jedes halbe Jahr sind die woanders aufgetaucht. Und Linkklicken war nicht. Die Dokumente waren noch irgendwo, aber Linkklicken war nicht. Und dann hat man eben bei Wikipedia bei bestimmten Sachen das Problem, dass die Information geändert wird. Ja, den es aber zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es den bei Arte gibt. Ich glaube, die nehmen das runter, ist nicht mehr öffentlich zugänglich. Es ist dann eben, wenn ich es genau mache, dann ist es nachvollziehbar. Das war ja genau mein Punkt. Also ich kann nicht sagen, nicht zitieren, weil es ist ja irgendwann möglicherweise weg, sondern genau zitieren, dass ich gegebenenfalls dann sagen kann, am 3.5.19.21 war es da. Jetzt nicht so wie das hier. Die Kommission arbeitet mit den permanenten Links nicht. Vielleicht jetzt in der jüngsten Zeit, auch die sind ja lernfähig, sagt man, Organisationen sind lernfähig, aber ich weiß nicht, eine Zeit lang war es hoffnungslos, man hat immer wieder neu suchen müssen. Und das ist ja eben zu sehen. Er hat jetzt in der Zeitung auch die Dokumente oder wie, ich weiß auch immer noch. Ich finde sie nur nach 8 Tagen, wenn ich mehr. Also das ist eine einfach die Geschichte, man so gut absichern wie möglich. Und das habe ich eben mit der genauen URL und mit der Datumsangabe, wo ich es gefunden habe. Auch bei den Permanent Links, muss ich immer das Datum dazugeben. Alleine schon, weil ich nicht weiß, wie sich dieses ganze Internetzeug weiterentwickelt. An dieser Art von Links haben wir vor 5 Jahren, haben wir da nicht mal dran gedacht, dass das irgendwann mal möglich ist. Und wie lange das möglich ist, ich weiß es nicht. Wenn man sich die Anzahl von ich weiß gar nicht, wie das heißt, Sites anguckt, also die einzelnen Seiten wirklich, irgendwann haben wir nicht mehr genug Nummern. Es gibt ja jetzt schon, glaube ich, das WWW2 und solche Geschichten, weil die Kapazitäten einfach begrenzt sind. Das ist kein Problem. Es war wirklich, das eine, das waren knapp 4 Seiten. Und dann wird es ein Problem. Wenn wir, wie gesagt, nicht ängstlich, wobei man, wie gesagt, als Übung ist es auch wichtig, wenn man Anträge stellt. Das gilt EU, das gilt vielfach national, die kommen heute in den Computer. Es gibt 2 ganz schreckliche Sachen. Sie haben 300 Worte, dann hat man ein Wort zu viel und das wird einfach weggestrichen. Dann muss man 300 Worte nach einem Füllwort durchsuchen, auf das man verzichten kann. Das heißt also wirklich, auf 300 Worte oder auf Zeichen ist das begrenzt. Wie gesagt, hier, das spielt keine Rolle, aber man muss sowas einfach im Kopf haben, das gibt es. Die andere ganz grausame Sache ist die, wo mir gesagt hat, wurde, Sie haben 7 Minuten Zeit. Jojo. Und nach 7 Minuten schalten wir das Mikro aus. Ich sage, oh, da war nichts mehr mit ja, sondern das ging genau um 7 Minuten. Und die haben das ausgestellt. Aus guten Gründen. Ich sage jetzt mal, wenn ich 10 Sprecher habe und jeder hat 1 Minute länger,
man kann das im Grunde eine Veranstaltung stellen. Okay, weiteres direkt zu Essays? Also wissenschaftliche Arbeit auf einer Seite kann ich, das war mehr das gemeint, es ist keine klare Analyse und. Aber schon, insofern ist auch dieser Begriff wissenschaftliche Arbeit immer so eine Sache, eine wissenschaftliche Argumentation. Und das heißt eben auch durchaus Meinung. Ich finde, Meinungen sind Teil von wissenschaftlichen Arbeiten, bloß man muss es eben sagen. Also was ist jetzt, oder woher kommt die Meinung? Wenn ich jetzt nochmal auf Populismus eingehe, was heißt das genau? Diese ganze Frage von nationalen Minderheiten, sind hier Mikrofone? Was die Türkei mit den Kurden macht, ist für mich ein Paradestück von Menschenrechtsmissachtung. Also ich sage es jetzt so und nicht das, was ich vielleicht sonst sagen würde, aber man weiß ja nie mit dem Mikrofon. Auf der anderen Seite kann ich nicht sagen, ich finde, sondern muss das dann klar begründen und kann nicht sagen, ich finde, die sind mit den in der Kurdenfrage nicht hundertprozentig auf EU-Kurs oder sonst was. Die EU hat ja selbst keinen klaren Kurs. Und das meinte ich jetzt mit klar sagen, worauf gründet sich die Meinung? Und wie begründe ich, dass das Menschenrechtsverletzungen sind? Es gibt da eine ganz interessante Untersuchung von, ich glaube, von Amnesty International. Und jetzt kommt kompliziertes Denken. Das kann man nämlich gar nicht tun, weil es nicht möglich ist. Die EU könnte nicht Mitglied der EU sein, weil sie alle Rechte, die sie verlangt, dass Mitgliedstaaten sie einhalten müssten, nicht alle, aber einen Großteil dieser Rechte nicht umsetzt. Also es ist kompliziert. Die EU kann nicht Mitglied, also kann sie eh nicht sein. Okay. Dieser Sprung ist erstmal zu machen. Die EU verstößt permanent gegen die Rechte, die sie verlangt, einzuhalten, verlangt von ihren Mitgliedstaaten. Also sie verlangt von euch, dass ihr alle das und das macht. Morgens um 9.45 Uhr hier ankommen. Und ich komme dann aber um 11 Uhr. Und ich bin trotzdem Mitglied hier der Klasse. Geht nicht. Okay, ich kann eh nicht Mitglied der Klasse sein, weil es kaputt ist, aber... Die EU kann nicht bei sich selbst Mitglied sein. Und dann als konkretes Beispiel, also bin ich einfach eingegangen auf die Indikatoren, die das gemessen wird, ob die Mitgliedstaaten jetzt vielleicht also besonders die Gleichstellungsbestimmungen erfüllen. Und habe dann am Beispiel der Kinderbetreuungsplätze aufzeigen wollen, also weil da gab es einen Bericht auch von der Kommission, die mich dann auch so zitiert hat, dass es komplexer ist, als nur auf die Zahlen zu schauen, wie viele Kinderbetreuungsplätze gibt es, weil die Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten so verschieden sind, dass manche Mitgliedstaaten können sich nur reichere Leute eine Kinderbetreuung leisten.
und so weiter und bin dann von dieser Ebene auf eine viel größere Ebene dann die Gesamtproblematik eigentlich von einer Sozialpolitik in der EU zurückgekommen. Ist das dann zu breit für den SDS, also die ist die Argumentation dann noch verstehen? Sag mir okay zu mir. Okay, also weil das ging dann wirklich auf diese Grundproblematik eigentlich, das Problem, dass es nicht die gleichen Sozialsysteme sind, dass es einfach sehr schwierig ist und Solidarität und wie kann man das angleichen, wenn es so unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Ja, also das scheint mir genau der Punkt zu sein, was ich eben auch meinte, im Sinne Problematisierungsfähigkeit. Also keine Antworten zu finden, Antworten haben wir genug, sondern einfach zu sagen, dass dafür müssen wir eine Antwort finden. Das ist eine Fragestellung, die wir eben nicht ohne weiteres beantworten können. Und das machen wir ja gerade mit Modellen, mit Rechtsanwendung oder sonst was. Da haben wir ein schönes Gesetz, da wenden wir schön was an und dann haut es nicht hin. Und gerade die Gleichstellungsfrage, da geht es eben genau um diese Frage. Was wird als Gleichstellung verstanden? Und wie kann man das dann auch messen? Ich finde auch immer diese Frage der Erwerbslosen, Erwerbstätigkeitsquoten, finde ich auch immer irgendwie ein bisschen komisch, weil die irgendwas aussagen, das im Grunde, weil die beanspruchen, etwas auszusagen, was sie im Grunde nicht aussagen. Und das, ich sage jetzt mal nach diesem Essay, dann kommt die große Arbeit und dann kommt irgendwann die Dissertation, erstmal die BA, dann die Masterarbeit, dann die Dissertation, dann die Habilitation, was sonst so also alles gibt. Keine weiteren Fragen? Also wie gesagt, das sind im Grunde die zwei Hauptpunkte, klar zu sagen, was das Problem ist, in Begriffen und in allem drum und dran, klar das Problem zu benennen und dann klar zu sagen, in welchem Rahmen man argumentiert. Und das heißt auch, bereit zu sein, im Grunde bestimmte durchaus problematische Entscheidungen zu treffen, zunächst mal, und zu sagen, das können wir jetzt nicht diskutieren, das müssen wir später diskutieren, und ich muss mich immer davor, oder wollte erst sagen, ich muss mich immer davor hüten, das ist aber eigentlich falsch. Ich muss mir darüber klar sein, in welchem Rahmen ich argumentiere. Ich kann die EU zum Beispiel nicht für etwas verantwortlich machen, für das sie keine Zuständigkeiten hat. Ich kann dann und muss vielleicht sagen, ich finde, die EU müsste dort Zuständigkeiten haben. Aber das steckt im Grunde hinter diesem Titel. Die EU wollte nicht wirklich Sozialunion sein. Insofern ist sie gar nicht verfehlt. Sie hat im Grunde das, nicht perfekt, aber das erreicht, was sie erreichen wollte. Eine Wirtschaftsgemeinschaft zu sein, das ist hier nicht ganz gelungen. Mit bestimmten politischen Regularien, aber ohne einen Staat zu sein. Und dann ist die Frage, kann ich sie jetzt dafür verantwortlich machen, dass sie nicht Sozialstaat oder was auch immer ist? Oder muss ich sagen, ich muss sie dafür kritisieren, dass sie nicht gesagt hat, wir müssen das auch sein?
Das sind zwei verschiedene Sachen. Wo liegt Hegemonie? Wo liegt diese Legitimität der Gewalt? Und EU-Recht, wenn ich jetzt EU-Rechtsstaat nehme, die EU ist kein Staat. Also kann sie auch kein Rechtsstaat sein. Das EU-Recht wird auf anderer Ebene angesetzt und definiert. Und das muss ich ganz klar sagen. Auf welcher Ebene argumentiere ich? Und das heißt auch, wo kann ich sie und muss ich sie kritisieren? Das ist ja viel schlimmer teilweise, als wenn ich die dafür kritisiere, für die Nicht-Einhaltung von allgemeinen Normen, kann immer wieder sagen, naja, das wollten wir ja eh nicht. Aber wenn ich sage, ihr müsst mal über euer Normensystem nachdenken, da gibt es keine Ausflüchte mehr. Da muss ich mich genau dieser Frage stellen. Und das ist genau das, was die EU, wo die EU immer Schwierigkeiten hat, dass sie auch diese Auseinandersetzung als klare Auseinandersetzung mit den Mitgliedstaaten gescheut hat. In bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der Währung, mit allen Problemen, gab es dann diese Orientierung, wir haben die Einheitswährung. Und da müssen wir durch. Haben sie sich verschätzt? Das hat Herrn Schäuble an die Macht gebracht, oder auch nicht. Aber da hatten wir dann Probleme mit bestimmten Staaten. Griechenland, Spanien, Portugal, Frankreich. Also dieser ganze mediterrane Bereich. Aber da haben sie gesagt, das machen wir. Anstatt zu sagen, das ist ja jetzt diese Diskussion zum Beispiel um diese Sozial-AAA-Geschichte, wo sagen wir, wir sind zuständig. Und wenn wir das sagen, genau dann kommt die Frage, wie sind wir zuständig? Mindesteinkommen steht drin. Da steht noch nichts über die Höhe des Mindesteinkommens. Da wird auch nichts drinstehen über die Höhe des Mindesteinkommens. Diese Definition Mindesteinkommen finde ich äußerst schwammig. Und da möchte ich jetzt eigentlich sehen, ganz klare Stellungnahme, dann kann ich die kritisieren und kann sagen, das ist zu hoch, das ist zu niedrig, das ist ungerecht, weil es nicht vergleichbar ist, also unterschiedliche Bedingungen. Dann kann ich auch sagen, dass und wie das die Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst. Aber wenn das so allgemein und schwammig, ja, aber eigentlich doch nicht, da habe ich kein politisches, kein analytisches Momentum drin. Und das hat immer, das war genau diese Frage auch der Legitimität der ganzen EU-Geschichte. Und davor ist sie zurückgesteckt. Ich habe es kurz angesprochen. Sozialpolitik ist etwas, was sich kein Nationalstaat wegnehmen lässt. Vor allem positive Sozialpolitik nicht. Die EU hat immer über lange Zeit eine Politik der Negativität verfolgt. Negative Integration. Negative Integration war nichts Schlimmes. Also das war nicht, ging nicht um wir sind böse, wir machen nur was Böses, sondern negative Integration war ein ausgesprochenes Konzept. Wir vermeiden im Grunde Eingriffe und bauen mögliche
Grenzen ab. In dem Sinne negativ. Wir bauen nichts auf, sondern bauen Grenzen ab. Also wir wollen nicht das als EU, sondern wir wollen im Grunde ein Level Playing Field, ein ausgeglichenes Feld, auf dem sich jeder frei bewegen kann. Das waren die vier Grundfreiheiten, wie gesagt. Waren, Kapital, Arbeit und Dienste. Alles, was an Hemmungen, an Grenzen dem gegenüberstand, sollte abgebaut werden. Also diese vier Grundfreiheiten. Jeder sollte ohne Probleme in ein anderes Land gehen können und dort soziale Ansprüche erwerben können und nicht nachher dastehen, wie man im Drittausland oder nach einer Entsendung im Drittausland dasteht und sagen oder hören müssen, fein, aber das war im Ausland. Ansprüche gibt es nicht. Sondern eben Ansprüche sichern. Wenn du ins Ausland gehst, EU-Ausland, dann hast du die gleichen Ansprüche. Freier Warenverkehr, ohne Zölle, ohne irgendwelche Gebühren oder sonst was, geregelt in der Steuerpolitik auch, die Möglichkeit, dass im Grunde alles frei sich bewegen kann. Und das haben wir eben mit Schengen dann mehr oder weniger im Extrem, wo ich fand das damals immer lustig, heute habe ich da nicht mehr so viel mit zu tun, wo man aber im Grunde diesen Pass nicht mehr braucht. Ich bin jetzt ja geflogen nach Deutschland, ich brauchte keinen Pass. Ich musste natürlich vermutlich mal haben, wenn mich jemand gefragt hätte, ich wahrscheinlich nicht hören können, naja, du bist in Österreich, braucht ihr euch nicht drum kümmern. Also ich muss mich irgendwie ausweisen, aber im Grunde brauche ich den nicht für den Grenzübertritt, geschweige denn ein Visum. Ich fand das immer lustig. Ich bin mal gefahren von Brüssel nach Straßburg mit dem Auto, da hatte ich mir ein Auto leihen müssen. Fuhr dann mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit, wurde ich mitgezogen in den Verkehrsfluss und fuhr dann über die Autobahn. Und plötzlich verlangsamte sich alles. Und da ging es dann durch einen schmalen Kanal, wurde dann auch fast zweispurig mindestens, wurde dann eine Spur, Luxemburg, Ende von Frankreich, dann ging es wieder hochgeschwindigkeit und dann kam das gleich nochmal beim Rausfahren. Aber ich fand keiner an dem Grenzbaum. Es war einfach nur Arbeit, wie wisst ihr. Und es ist natürlich auch für uns, sage ich jetzt mal, ein historisches Relikt im Grunde, dass man sich dessen gegenwärtig ist. Früher hat man da noch gestanden und musste seinen Personalausweis oder Reisepass vorzeigen. Heute ist das nicht mehr. Das war auch übrigens eine wichtige Frage bei der Einführung des Euro. Was ist mit der nationalen Identität? Ich habe ja kein Geld mehr. Ich verliere einen Teil meiner Sprache. Meine. So, das fällt alles weg. In diesem Sinne Legitimität des Staates, des Nationalstaates noch. Und alles Positive, sage ich jetzt mal, gibt man nicht gerne ab. Und Sozialpolitik ist im Image was Positives, weil man tut ja was, das lässt sich, ich sagte ja ganz am Anfang, diese europäische Tradition, das hat eben genau diese Bedeutung des Landesfürsten als Landesherrn, der dann später sprachlich der Landesvater war. Eigentlich hätte das der Landesmutter zugestanden, weil die Mutter war ja immer der Caring-Faktor.
Aber das sind genau diese Sachen, die sich fortsetzen. Der Landesvater, der Fürst, wollte eben immer noch was für die Landeskinder tun. Und nicht da jemanden anders in Brüssel reinpfuschen lassen und sagen so, jetzt gebe ich euch ab, das ist ja fast wie ein Pflegekind. Und da hat sich die EU aus verschiedenen Gründen, negative Integration, auch drauf eingelassen und hat gesagt, wir haben auch nicht das Potenzial. Und da geht es natürlich um Ökonomie. Mir ist das zu kompliziert und zu unwichtig, letztlich den EU-Haushalt genau durchzuforsten, wo die Mittel herkriegen. Aber die EU ist arm. Die EU hat kein Geld. Muss man einfach sehen. Und wenn die Top-Gehälter bezahlen und Millionenprojekte finanzieren, die sind arm. Da ist kein Geld. Das sind wieder die berühmten Mücke, die da verteilt werden. Wenn ich jetzt das umrechnen würde, was braucht man auf EU-Ebene, wenn die EU Arbeitslosengeld bezahlen würde, wenn die EU Renten bezahlen würde? Abgesehen von dem enormen Rechnungs- und Administrativaufwand, es von nationaler Ebene auf EU-Ebene zu heben, das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so schlimm mit heutigen Computern, aber das sind Identitäten, die man nicht gerne hat. Und wo die EU gesagt hat, ist okay, macht ihr das weiter. Und wo Nationalismus auch diese politische Frage, der wir sind EU und wir haben wirklich eine politische Identität, ist da nicht wirklich thematisiert worden. Und das wurde eben angesprochen, Rassismus und Faschismus und Nationalismus. Ich war in, das kann ich jetzt wirklich nicht im Wortsinne wiedergeben, also nicht wörtlich wiedergeben. Ich war bei der Polizei in Brüssel. Mir wurde was gestohlen im Zug von Amsterdam nach Brüssel. Ich musste einfach was haben, Polizeiprotokoll. Bin zur Polizei gegangen, sehr freundlich, Protokoll aufgenommen und alles in den Datensatz eingetragen, im Computer. Plötzlich schreit der los, benutzt irgendwelche unflätigen Worte, deswegen sage ich, ich kann es jetzt nicht wirklich im Wortsinne wiedergeben, und ruft, ich weiß nicht, Jean, und Jean trippelt an, dieses ganze System ist wieder zusammengekracht. Dann hat er mir das erklärt, ich war ein wildfremder Mensch, also vor dem zügelt man sich, Bürger Europas. Die Belgier haben das, ich weiß nicht, ob das mittlerweile geändert ist, noch nicht in den Griff gehabt, ihre unterschiedlichen Kommunesystems, also Flammen, Wallonen und so weiter, in ein Computersystem zu packen. Und er sagte nur, das ist alles okay, sobald wir das versuchen zu synchronisieren, kracht das Ding zusammen und wir müssen von vorne an. So, und so läuft das mit Computersystemen heute. Politische Identität, wenn die auf der Ebene, wir haben die Spannung in Irland immer noch. Wir haben die Spannung, ich weiß nicht wo, überall. Spanien. Im Grunde die nationalen Unvereinheiten, die sich da immer noch bekriegen, mehr oder weniger. Und dann hat die EU einfach nicht diese Kraft, da eine eigene Hegemonie in diesem Sinne als Nationalstaatshegemonie zu entwickeln. Es gibt da, wie gesagt, die verschiedenen Modelle. Ich überlege jetzt gerade, bis wann machen wir heute?
Halb vier. Rationales, utilitaristisches Wesen. Halb vier oder? Aber dann machen wir durch. Dann machen wir jetzt keine Pause mehr. Weil das ist der Bürger, der muss ja Geld verdienen hier und das kann ich nicht, indem ich laufe 4 Stunden. Ich habe meine Lehrverpflichtung und meine protestantische Ethik, auch wenn ich nicht mehr Protestant bin. Egal. So, es gab also die verschiedenen allgemeinen Orientierungen auf die EU-Integration im Sinne von Staatenbildung. Und da gab es noch eine ganz wichtige Sache, das hat Frieder Otto Wolf ins Spiel gebracht, und zwar die EU als Halbstaat, die im Grunde zwischen Globalisierung und Nationalstaatlichkeit sich bewegt und sich da aber wirklich immer nur bewegt und keine Ambitionen hat und keine Fähigkeiten hat, keine Ambitionen hat, wirklich ein Staatswesen sui generis zu sein, im eigenen Recht. Das ist eine widersprüchliche Sache. Er schreibt, die EU als Halbstaat ergänzt eine durch Prozesse der Globalisierung und Europäisierung geschwächte Regulierungsfähigkeit ihrer Mitgliedstaaten durch eine zusätzliche, gegenüber der gewöhnlichen Verselbstständigung staatlicher Tätigkeit auf der Ebene der Mitgliedstaaten noch einmal weiter vorangetriebene transnationale Verselbstständigung. Also es ist kein klares Gebilde, und das ist genau auch diese ganze Frage der EU dann auf der nächsten Ebene, wenn man also nach Gramsci, Poulenza, Weber und so weiter argumentiert, dass sie kein klares Profil im Rahmen der Politikwissenschaft hat. Sie entspricht nicht dem Staatenbund, sie entspricht nicht dem Bundesstaat, sie ist keine internationale Organisation, sie ist wahrscheinlich am ehesten ein intergouvernementales Gebilde. Aber ein intergouvernementales Intergovernmental hat kein klares Profil. Ja, das sind genau diese Sachen, wo dann immer gespielt wird mit diesen Begriffen. Der klassische Begriff ist ja Bundesstaat und Staatenbund. Dann gibt es ja so einen Staatenverbund. Wenn ich schon nichts habe, dann kann ich auch noch einen anderen Begriff nehmen, der nichts aussagt. So nach der Devise. Oder wenn ich zwei Begriffe habe, die was sagen, aber ich bin keines von beiden, dann mache ich irgendwas Nettes dazwischen. Was aber völkerrechtlich eben, und darum geht es hier, völkerrechtlich irrelevant ist. Und da gibt es die ganz interessanten Geschichten, dass in bestimmten internationalen Gremien hat die EU einen Sitz und haben die Mitgliedstaaten einen Sitz, United Nations. Ich neige immer leicht zum Ketzerischen. Die einzigen, die überall einen Sitz haben, das ist der Vatikan. Der Vatikan hat auch in der EU einen Sitz, die haben auch ihre eigene Währung. Aber der Vatikan ist eigentlich kein Mitgliedstaat. Der Vatikan ist ja ein eigenständiger Staat.
mit 800 Bürgern. Immerhin. Kriegt man seinen Vatikan-Ausweis. Kann Doppelstaatsangehörigkeit sein, also man kann Argentinier und Vatikanbürger sein. Aber zunächst mal als Papst wird man automatisch Vatikanbürger. Das ist klar geregelt. Und die haben einen Sitz praktisch in den EU-Beratungen. Die haben auch ihre eigenen Euros. Ich bin nie so ganz aufgegangen, warum, aber völkerrechtlich ist es eben so, dass die EU keine internationale, völkerrechtlich anerkannte Einheit ist. Das ist ein Problem. Das hat sie sich selbst auch zuzuschreiben. Ist eben dieser Halbstaat, der immer irgendwo versucht, was zu machen, aber dann letztlich doch scheitert, muss man sagen, in dem Sinne, weil es ja die festen Kompetenzen letztlich nicht gibt. Das kann man bedauern, das kann man gut finden. Das Problem taucht eben dann auf, wenn es genau darum geht, dass letztlich auch diese Frage steht, der Festung Europa. Also wie kann sich, und das ist ein Problem für die Politikwissenschaften, als auch für die EU als praktisch politische Einheit, wie kann sich ein solches Gebilde abschotten? Sowas geht immer relativ gut in konfliktfreien Zeiten und Gebieten mit Schengen. Schengen war ein großes Problem, aber ist nie ein großes Problem in der Praxis gewesen, weil das war eben genau Webers Definition legitim. Das wurde anerkannt. Die Grenzen wurden anerkannt, die wurden nicht groß diskutiert. Da mussten einige persönlich ganz schrecklich drunter leiden. Einige persönlich und auch einige persönlich im Sinne von Gruppen. Aber das war alles legitimiert und man ging eben davon aus, wir sind Festung. Und da war doch dann der, wenn man so will, sozialpolitische Gedanke, der aus der Ökonomie im Grunde stammt, von Trickle Down. Also wenn es uns gut geht als EU, heißt es, uns geht es allen besser. Und da machen wir keine als EU, keine Sozialpolitik. Aber da wir als EU eben wettbewerbsstärkste Region sind, haben wir ja eine relativ hohe soziale Sicherheit. Soziale Absicherung, einen relativ hohen sozialen Standard und. Muss man einfach so sehen, haben wir. Zumindest in den alten EU-Staaten, und jetzt sage ich alten EU-Staaten im Sinne von Vorkrisenstatus, ging es der EU als Region relativ gut. Das sollte man nicht überschätzen. Lateinamerika, Afrika ist systematisch kaputt gemacht worden durch eben das, was ich Neoliberalismus nenne. Ihnen ging es davor auch besser, aber das ist eine andere Sache. Immer noch ging es Europa relativ gut. Und das war im Grunde dann nicht Sozialpolitik europäische, aber das war dieser Faktor von, wenn wir uns abschotten, Fortress Europe, und innerhalb, das Ding heißt ja Binnenmarkt, glaube ich, im Deutschen, Binnenmarkt. Wenn wir diesen Binnenmarkt haben, was im Grunde ein Markt ist, dann geht es uns allen letztlich besser. Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen genannt, wie schwierig das ist mit der inneren Peripherie.
um solchen Geschichten. Es gibt immer noch Schwierigkeiten, gab immer noch Schwierigkeiten, unter anderem Roaminggebühren, unter anderem Bankgebühren und. Was aber sukzessive abgebaut worden ist und abgebaut wird, muss man einfach sehen. Aber was dann genau abgebaut wird im Sinne von einer stärkeren Grenzziehung nach außen, und das merken wir jetzt. Das merken wir jetzt, wo es kritisch wird, wo genau die Kosten, die wir ausgelagert haben, plötzlich eingefordert werden. Das ist eine andere Formulierung für Immigranten. Die Leute kommen jetzt und sagen, jetzt gebt uns mal nach dem christlichen Prinzip, gebt uns mal, was uns zusteht. Weil darauf liegt ja die EU Wert, dass sie christliche Tradition hat. Steht, glaube ich, sogar in der Verfassung. Wollten wir nicht drin haben, aber ich kann mich zumindest nicht durchsetzen. Das haben wir jetzt. Es gab eine Diskussion, aber das wurde eben explizit reingenommen. Christliche Tradition. Bloß christliche Werte. Insofern kann wieder mal die EU nicht Mitglied bei sich selbst sein, weil sie auch dem Wert widerspricht. Und das nicht an. Diese unchristliche europäische Christenheit. Aber was ist das? Intergouvernemental. Es sind immer noch die Nationalstaaten, die das Sagen haben. Also so ein paar Anspielungen gemacht. Die Kommissare sind neutral. Und trotzdem wollen wir Iren und trotzdem wollen wir Österreicher drin haben. Ohne geht es gar nicht. Und dann wird wirklich um Stimmenanteile gefochten. Was genau das zeigt, was oft angesprochen ist, Solidarität ist nicht. Ein Einheitsverständnis ist es nicht. Es geht immer noch darum, geeint sind wir stark, aber unter unserer Führung. Wer auch immer. Und da muss man sich nichts vormachen, da haben natürlich die Deutschen bessere Positionen. Aber die anderen wollen das genauso. Also nicht nur die Deutschen, das sind nicht nur die Deutschen, die schlimm sind, die sind nur besonders schlimm, weil die Stärke haben, das auch noch zu zeigen. Aber das geht immer um Machtspiele in diesem letztlich internationalen Bereich. Und das zeigt sich durch alle Gremien durch. Und was eigentlich ein Teil der EU-Politik war und immer wieder ist, ist dieser Versuch, wenn wir da nicht weiterkommen, dann haben wir eine neue Institution und die regelt das. Das ist schon erstaunlich und da kann ich nicht, will ich nicht drauf eingehen. Und ich finde, ich bin da sehr kritisch, auf der anderen Seite bin ich durchaus nicht nur negativ kritisch. Wenn man sich das ganze EU-Gebilde und Geflecht von Organisationen ansieht, ist das ein wahnsinnig komplexes System mit ungeheuer vielen Einflusskanälen. Das Problem ist, dass das mittlerweile so viele sind, die sind so zerrissen und so vielfältig, dass ich persönlich dann immer drüber lache, das ist ein Begriff, der mal ganz großartig war in der EU-Diskussion, das war Mainstreaming. Fing an mit Gender Mainstreaming, also Genderfragen, Equal Opportunities und diese Geschichten, Gleichheit, das müssen wir jetzt mainstreamen. Überall, wo irgendwas beschlossen wird oder diskutiert wird, und wenn das die Produktion von Möbeln ist, müssen wir gucken, mainstreamen. Sind die Interessen von Frauen ausreichend berücksichtigt? Wenn überall Mainstreaming ist, überall muss diese Frage gestellt werden. Jetzt haben wir aber
alles gerechtfertigt zu sagen. Gender Mainstreaming, Disability Mainstreaming, Environmental Mainstreaming. Alles wird gemainstreamt, alles wird wieder zusammengeführt. Und dadurch haben wir dann immer wieder neue Institutionen, die ich im Einzelnen nicht kenne, nicht mehr kenne, die wechseln auch viel zu schnell. Da gibt es dann eine für Antidiskriminierung im Genderbereich, da gibt es dann eine Antirassismusgeschichte, da gibt es dann, für die habe ich mal gearbeitet, wie hießen die, Occupational Safety and Health, Arbeitssicherheit und Gesundheit. Gibt es alle, die machen dann ganz hervorragende Untersuchungen. Und weil die dann spezialisiert sind und die müssen dann irgendwie gemainstreamt werden, gibt es dann wieder eine Organisation, die die zusammenfasst. Es ist ein Wahnsinnsgewirr von verschiedenen Organisationen. Wenn ich kein Staat bin, wenn ich nicht diese staatliche Gewalt, jetzt nehmen wir es mal positiv, ausüben muss, dann kann ich sagen, okay, da machen wir ein bisschen, da machen wir das. Zerfranst total. Und man hat weder von unten noch von oben wirklich diese Dinge klar im Blick. Ist ein faszinierendes Gebilde, was dann trotzdem, eigentlich muss man sagen, trotzdem irgendwo noch politikfähig ist. Und es schafft, bestimmte Sachen auf die Beine zu stellen. Sogar selbstständig, ohne Herrn Schäuble und Konsorten. Also das heißt, durchaus auch eigenständige EU-Politik zu machen. Wie man die dann beurteilt, ist eine andere Sache. Woran das liegt, ob das eine Frage von Einzelpersönlichkeiten ist oder von einer wirklich gezielten Steuerung dieser Prozesse, ist auch nicht klar. Da gibt es dann teilweise schöne empirische Analysen auch. Aber das Problem ist einfach, ganz klar zu auszumachen, zu definieren, was ist es denn? So, da haben wir dann solche schönen Sachen, die man Probleme auch lösen kann, nämlich ganz konkret vor den Aufgaben stehen, die immer wieder auftauchen. Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Europa der verschiedenen Ebenen, mehr Ebenen Europa. Europa der unterschiedlichen Tiefen. Da gibt es verschiedene Konzepte, die zu verschiedenen Zeiten, ich sage jetzt mal, immer wieder so ein bisschen hochgebrodelt werden. Weil das sind die zwei Wege europäischer Integration eines Prozesses ohne klare Zielformulierung. Muss man ja fast sagen, Imperialismus hat einen Vorteil. Der hat wenigstens ein klares Ziel. Die wollen die Welt erobern. Die EU sagt zwar auch, wir wollen die Welt erobern, aber die sagt das nicht offen und hat das nirgendwo wirklich klar niedergeschrieben. Okay, die haben das niedergeschrieben. Aber die wurschteln so vor sich hin und wissen nicht genau, wie können wir das verschieden machen. Also gründen neue Institutionen. Da gibt es dann nicht nur Parlament und Rat und Räte und Kommission. Da gibt es dann, wie gesagt, Coreper, die permanenten Repräsentanten. Da gibt es dann aber auch einen Ausschuss der Regionen. Da gibt es einen Wirtschafts- und Sozialausschuss, die teilweise selbst auch Ausdruck dieser Mehrebenengeschichten sind, weil es ist ja kein Föderalismus. Jetzt muss ich aber versuchen, da zeigt sich auch wieder europäische Tradition im Grunde, jetzt muss ich ja versuchen, die unteren Ebenen
einzubeziehen. Und die unteren Ebenen sind die Regionen zum Beispiel. Es ist festgelegt im EU-Vertragswerk, Primärrecht, das Subsidiaritätsprinzip. Österreich ist katholisch, ne? Dann weiß jeder sofort, was Subsidiarität ist. 1892, glaube ich, Papst, weiß ich jetzt nicht mehr. Richtig. Welcher Papst war denn das? Ich weiß nicht, von meiner Theologie. Aber genau das Ding war es, wo genau festgelegt worden ist, ganz genau nicht, aber die unteren Einheiten sind zuständig und erst wenn die nicht mehr greifen können, muss die übergeordnete Reihe und dann die nächst übergeordnete und dann kommt irgendwann der Staat und heute ist, obwohl es kein Staat ist, der übergeordnete Staat irgendwann die EU. Aber die EU hält sich so lange zurück, wie es eben möglich ist und überlässt alles den unteren Einheiten. Individualprinzip, Familienprinzip. Das wird indirekt alles damit festgeschrieben. Katholischer Wert. Das ist überall geschaffen, ganz offen. Insbesondere in einer Zeit, wo wir einen extremen Niedergang des Nationalstaats erleben und aufschwellende regionale Konflikte, sei es im Baskenland, sei es in Katalonien, sei es in Südtirol, Nordirland, Irland-Thematik, da ist ein sinnvoller Ansatz, um zu sagen, mal die nationalstaatliche Perspektive oder Ebene wird immer unwichtiger, vielleicht die regionale Perspektive, weil A, sich die Leute sehr, sehr stark so identifizieren in gewissen Regionen, sehr, sehr nahe an Menschen ist und haben die regionale Ebene, die wir steuern und passieren und die große EU-Ebene wohl wissen, dass die staatliche Ebene geregelt ist. Also wenn den Ausschuss der Regionen gibt, schon lange? Genau, ja. Es gibt ja auch diese Europaregionen zum Beispiel. Auch noch, das ist nochmal was anderes. Also das ist nicht... Aber dass wir wissen, dass die Regionen die Bedenken übergeben würde, der Meinung nach, dass wir das nicht. Gut, aber das ist genau das, was... Aber dann müsste ich genau mich festlegen auf irgendeine Form von föderalem Prinzip oder sonst was. Also müsste dann sagen, ich will jetzt, wie auch immer, Staat sein. Will sie nicht, kann sie nicht. Es gibt eine andere Dimension, wenn ich so will, von... Subsidiarität, das ist der Wirtschafts- und Sozialausgleich. Mit dem Subsidiaritätsprinzip einhergeht übrigens das Proportionalitätsprinzip. Die beiden stehen immer zusammen. Und es geht genau um die Schwierigkeit im Grunde, die du angesprochen hast. Man ist kein klar definiertes Gebilde und versucht, das trotzdem irgendwie reinzubringen. Das sind jetzt die Hauptinstitutionen, also die drei großen, Parlament, Räte, Rat und Kommission. Dann gibt es eben noch BSA und KOR, Komitee der Regionen. Und dann gibt es diese, ich weiß nicht wie viele mittlerweile, die kann man auch teilweise nicht alle wissen, weil sie so spezialisiert sind. Es gibt eine Stelle für Drogen. Da kümmert sich dann die EU auch schon durchaus um wichtige Fragen der Sozialpolitik, sage ich jetzt mal. Es geht nicht um Medikamente, im Gegensinne, das sind ja auch Drogen, sondern es geht wirklich um Drogen, Drogenmissbrauch im Sinne von, hast du es in der Tasche, hast du immer was zu messen, und solches. Ja.
Ja, das sind die das liegt auch, und das ist, es ist immer schwer zu sagen, ist das ein strategisches Vorgehen oder ist das einfach ein Zufall, wie es genau Nikos Polanskas diese Kräfteverhältnisse unterschiedlichen Interessen irgendwie aushandeln. Es gibt diese, mit der habe ich relativ viel zu tun, professionell einfach, Eurofound in Dublin, Loughlinstown, wo im Grunde dann auch das Paritätsprinzip angewandt wird. Das ist die European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Also da geht es darum, die haben ungeheuer viel Material da versammelt im Sinne der Analyse, machen das aber im Grunde, ich sag jetzt mal, nicht ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehnend, weil es ist nicht übertragbar. Ich kenne auch nicht die Arbeiterkammer aber ich denke mal, da kann man sagen, das sind so durchaus vergleichbare Geschichten. Also die nicht Politik machen, aber auf der anderen Seite Hochpolitik relevant sind, die wiederum auch keinerlei Macht haben im Sinne von Beschlüssen, können beschließen, was sie wollen, und da kümmert sich kein Hahn drum, wenn es denn sein muss. Auf der anderen Seite ist es eine Stimme, die gehört wird, und die raufen sich immer irgendwie zusammen, zum Guten oder nicht. Aber das sind genau diese permanenten Aushandlungsprozesse. Wie weit sollen wir gehen, wie weit können wir gehen, wie weit müssen wir gehen? Und das zeigt sich dann, oder das zeigt sich genau um diese Geschichten dann von Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, der konzentrischen oder sonstigen Kreise, dass nicht klar ist, einige Länder haben eben durchaus eine ganz feste, klare Vorstellung, wo das Ganze hingehen soll. Und andere nicht. Andere haben die dagegen. Und wie gehe ich mit diesen verschiedenen Interessen um? Und da muss man einfach sagen, diese Interessen lassen sich teilweise sachlich definieren, aber sie sind zum großen Teil machbar. Politische Wissenschaft. Das sind Machtfragen von Institutionen. Das sind Machtfragen von, nimmt man den Begriff Klassen oder soziale Gruppen oder sonst was. Darum geht's. Und was mache ich? If you can't beat them, join them. Das geht auch von oben. Wenn du sie nicht kontrollieren kannst, dann inkorporiere sie. Und auf der anderen Seite lass ihnen ihre Spielwiesen, sage ich jetzt mal ganz böse, also diese Kasematten, von denen Gramsci gesprochen hat, da können sie sich ja austoben, solange sie im Hintergrund der Hauptfrontlinie bleiben und diese stützen. Und das ist meines Erachtens eine der größten Herausforderungen der EU, genau dieses Balance-Spiel zu treiben. Von institutionellen Interessen, der eigenen Interesse als Kommission, als Parlament, als europäische Partei, als Rat oder sonst was, sich immer mehr
Kontrolle anzueignen. Und das sage ich jetzt durchaus im positiven Sinne auch. Ich bin nicht handlungsfähig, wenn Feueralarm ohne meine Kontrolle kommt. Ich bitte nächstes Mal das Feuer oder den Feueralarm auf 4 Uhr nach Dienstag. Ja, dann bin ich Handlungsfähigkeit, sonst bin ich das nicht. Und das sind genau die Sachen, wo immer wieder versucht wird, auch analytisch, wie kriegen wir denn das in den Griff, wenn wir eben diese traditionellen Dinge nicht mehr haben. Und das machen wir morgen um 9 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Okay.